Bei ihnen wurde Prostatakrebs diagnostiziert. Ihr Arzt hat ihnen eine roboterassistierte radikale Prostatektomie oder kurz RARP als Operation empfohlen. Eine radikale Prostatektomie ist ein chirurgischer Eingriff, mit dem ihre Prostata vollständig entfernt wird. Diese Animation zeigt ihnen, wie der Eingriff vorgenommen wird. Die RARP wird unter Vollnarkose durchgeführt. Bei einer Vollnarkose werden Medikamente eingesetzt, die sie in Schlaf versetzen, damit sie von der Operation nichts bemerken. Wenn sie voll und ganz ruhig gestellt sind, werden in ihrem Bauch kleine Schnitte vorgenommen. Durch diese Öffnungen werden chirurgische Instrumente und eine Kamera eingeführt. Die chirurgischen Instrumente sind an die Arme eines Roboters angeschlossen. Der Chirurg steuert diese Arme mit Hilfe einer Konsole, die neben dem OP-Tisch steht. Der Chirurg trennt die Prostata von dem umgebenden Gewebe ab. Die Samenbläschen werden ebenfalls abgetrennt. Dies sind zwei mit Flüssigkeit gefüllte Beutelchen neben ihrer Prostata, die einen Teil der Samenflüssigkeit produzieren. In einigen Fällen werden auch die Lymphknoten entfernt. Der Chirurg wird darauf achten, die Nerven und Blutgefäße rund um die Prostata dabei so wenig wie möglich zu beschädigen. Die Prostata und Samenbläschen werden durch einen ihrer Bauchschnitte herausgezogen. Jetzt werden Blase und Harnröhre zusammengenäht. Roboterassistierte Chirurgie erlaubt eine klare Darstellung selbst kleinster Körperteile. Um die Heilung der geschlossenen Wunde zu unterstützen, wird ein Katheter in ihre Blase eingeführt. Der Katheter leitet Urin aus ihrem Körper ab. Sie werden ihn nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus noch einige Zeit tragen. Der Ballon an der Spitze sorgt dafür, dass der Katheter an Ort und Stelle bleibt. Eine RARP ist eine umfangreiche Operation, von der sich ihr Körper erholen muss. Eine Weile werden sie noch an Harninkontinenz leiden, was in den meisten Fällen vorübergehend ist. Möglicherweise tritt nach dem Eingriff auch eine Potenzstörung auf. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, wie Sie mit solchen Komplikationen am besten umgehen können.